Lösungsmittel und Lösung haben unterschiedliche Eigenschaften, z.B. Gefrierpunkt, Siedepunkt, osmotischer Druck oder Dampfdruck. Die eben genannten Eigenschaften sind sogenannte kollligative Eigenschaften. Und das bedeutet, sie hängen nur von der Anzahl der gelösten Teilchen ab, nicht aber von der Art. Wir wollen eine Aufgabe zu diesem Themenkomplex rechnen. Wir stellen eine Traubenzuckerlösung her und sollen berechnen, welchen Gefrierpunkt, Siedepunkt und osmotischen Druck diese Lösung besitzt. Wir wollen die Konzentration der Traubenzuckerlösung in verschiedenen Einheiten berechnen. Wir haben 111 mol Lösemittel, 1,11 mol gelöste Substanz, 2,1 Liter Lösung. Der Stoffmengenanteil, der Molenbruch, entspricht 0,0099 mol Zucker pro mol Wasser. Die Molarität, die Stoffmengenkonzentration, entspricht 1,11 mol gelöste Substanz durch 2,1 Liter Lösung, also 0,529 mol pro Liter. Und die Molalität entspricht 1,11 mol gelöster Stoff durch 2 Kilogramm, also 0,555 mol pro Kilogramm. Wenn wir Gefrierpunkt oder Siedepunkt berechnen wollen, brauchen wir die Molalität B der Glucose, die wir eben ausgerechnet haben, und den Van't'Hoffschen Faktor der Glucose. Dieser ist 1, denn der Van't'Hoffsche Faktor gibt an, in wie vielen Teilchen Glucose dissoziiert nicht, also ist E gleich 1. Wenn wir die kryoskopische Konstante von Wasser einsetzen, 1,86, erhalten wir eine Gefrierpunktsentwicklung von 1,03 Kelvin. Das heißt, unsere Lösung gefriert erst 1,03 Kelvin unterhalb des Lösemittels. 1,03 Kelvin unterhalb 0 Grad entspricht minus 1,03 Grad Celsius. Für die Siedepunktserhöhung ergibt sich eine ganz ähnliche Gleichung. Wir haben die ebullioskopische Konstante von 0,514, multiplizieren sie mit der Molalität und erhalten eine Siedepunktserhöhung von 0,285 Kelvin. Die Lösung siedet 0,285 Kelvin oberhalb des reinen Lösemittels bei 100,285 Grad Celsius. Für den osmotischen Druck benötigen wir laut der Van't'Hoffschen Gleichung die Molarität C. I ist wie gehabt gleich 1. Wir setzen die Größen ein in SI-Einheiten. Wir haben eine Molarität von 528,7 mol pro Kubikmeter. Wir haben die Gaskonstante und wir haben Raumtemperatur und erhalten dann einen Druck von 13,1 bar. Das Produkt aus Konzentration und Van't'Hoff-Faktor nennen wir Osmolarität. Es ist eine Osmolarität hier von 529 Millimol pro Liter. Blut zum Vergleich 300 Millimol pro Liter. Wenn wir eine Kochsalzlösung mit dieser Osmolarität herstellen wollen, dann müssen wir berücksichtigen, dass I von Kochsalz gleich 2 ist. Kochsalz dissoziiert, 1 Mol Kochsalz wird zu 2 Mol Ionen. I ist gleich 2. Wir erhalten damit eine Konzentration von 0,2648 mol pro Liter. Zusammen mit der Molmasse von Kochsalz können wir die Massenkonzentration zu 15,5 Gramm pro Liter berechnen. Eine Lösung mit 15,5 Gramm pro Liter Kochsalz ist isotonisch einer Lösung von 200 Gramm Traubenzucker in 2 Liter Wasser. Beide Lösungen haben den gleichen osmotischen Druck, die gleiche Gefrierpunktsentledigung, die gleiche Siedepunktserhöhung.